Welche Grading Companies kennt ihr? VGA, Varta, vielleicht noch UKG? Da wird es langsam eng. Kennt ihr aber schon Pixel Grading? Pixel Grading gibt es nicht erst seit gestern, sondern ist mittlerweile fast 3 Jahre altes Unternehmen aus Deutschland, was sich nicht nur auf die Bewertung der Videospiele, sondern auch auf die Prüfung der Echtheit spezialisiert hat. Die Jungs und Mädels kommen übrigens aus Kaiserslautern. Also wenn ihr auch aus der Stadt kommt, dann schreibt mal eine 1 in die Kommentare. Ich wette, da steht keiner, Bianca. Es wird natürlich nicht nur das Spiel, sondern auch die Versiegelung bewertet. Und das sieht man zum Beispiel auch bei diesem Game hier. Die Box hat 90 bekommen, das Ziel hat 85 bekommen. Das endet am Ende in einer 85+. Die Cases schützen natürlich nicht nur vor einem Sturz aus luftiger Höhe, sondern auch vor Staub. Und das Geile, was mit in dem Case schon drin ist, ein UV-Schutz. Das heißt, ihr könnt das einfach sogar an eurem Fenster stehen lassen. Das Zeug vergilbt oder verblasst nicht. Richtig gutes Gesamtpaket. Das kriegt man so bei keiner anderen Grading-Firma. Wenn ihr dachtet, wir haben jetzt schon Weihnachten, nein. Pixel Grading hat sogar Custom Cases. Ja, das heißt, egal welche verrückte Big Box ihr habt oder irgendwelche komischen Sondergrößen von irgendeinem Guitar Hero Mikrofon oder so, Pixel Grading hat immer das perfekte Case für euch parat, weil es made in Germany und handgefertigt. Ich lasse mir jetzt dieses Majora's Mask hier richtig schmecken und wenn ihr auch Bock habt auf ein Pixel Grading Game, Link in der Bio. Yeah!